Hallo, wir stehen hier heute vor dem Kriminalgericht Moabit in der Turmstraße. Heute fand hier ein Prozess statt. In dem Prozess ging es darum, dass 4 Umweltaktivistinnen des Hausfriedensbruch beschuldigt werden von der Senatsverkehrsverwaltung im Rahmen einer Aktion gegen die A100. Einen dieser Umweltaktivisten habe ich jetzt bei mir. Ich würde ihn gerne mal etwas zu dem Prozessablauf und zur Situation befragen. Von welcher Umweltgruppe bist du? Ich bin von Robin Wood, aber andere Mitangeklagte kommen aus stadtpolitischen und alle aus linksradikalen Zusammenhängen, also ist ganz gemischt. Und vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die vielleicht nicht informiert sind, vielleicht kannst du mir kurz mal einige Sätze sagen, was es für eine Protestaktion gegen die A100 war, weswegen jetzt hier vor Gericht steht. Nun, es handelt sich um die Baumbesetzung auf der Trasse der A100, die es dort in den Jahren 2013-14 gab. Die wurde ja am Anfang Februar 2014 mit einem sehr großen Polizeiaufgebot geräumt. Und jetzt stehen eben wir 4 stellvertretend für alle, die damals aufgegriffen wurden, wegen Hausfriedensbruch vor Gericht. Und was wirft man euch jetzt konkret vor? Hausfriedensbruch und was noch? Die Anklage ist Hausfriedensbruch. Wir sollen uns eben auf Aufforderungen der Polizei nicht entfernt, sondern uns weiterhin der A100 in den Weg gestellt haben. Heute gab es sozusagen hier bei der Amtsgericht Moabit sozusagen den ersten Vorprozess. Kann man so sagen, wie lief das so ab? Was war das Ergebnis? Also rein juristisch ist heute noch nicht viel rausgekommen. Die Richterin wollte erstmal vorführen, was das jetzt für ein Verfahren werden könnte. Es war jetzt so, dass wir uns recht ausführlich politisch Stellung bezogen haben zu diesem Verfahren und das eben eingeordnet haben, dass die A100 als vor allem ein Investitionsprogramm für Bau- und Automobilindustrie hier jetzt nun eben auch mit strafprozessualen Mitteln durchgesetzt wird gegen Teile der Bevölkerung, dass da die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die ja einen Strafantrag gestellt hat und aufrechterhält, ist dann wesentlicher Akteur ist, dass es überhaupt so weit kommt. Ja, dann wurden von unserer Seite noch einige Beweisanträge vorgebracht. Da geht es vor allem um die Frage, dass eben pauschal gegen alle Menschen, die dort aufgegriffen wurden, ein Strafantrag vorliegt im Namen Michael Müllers, der heute ja unser Bürgermeister ist, der aber in einem Schreiben behauptet, das sei ja sehr ausdifferenziert und unterschieden worden und würde sich nur gegen bestimmte Personen richten, was, schaut mal in die Akten, einfach eine glatte Lüge ist. Das wird sicherlich im weiteren Verfahren uns noch beschäftigen. Sonst ist nichts viel passiert und das Verfahren soll dann Ende Oktober und Anfang November fortgesetzt werden. Okay, danke ich dir erstmal fürs erste Statement und wir werden nur weiter informieren über den weiteren Prozessablauf.